Ja, es tut mir leid. Bist du fertig? Hast du dich wieder beruhigt? Also können wir jetzt bitte die Episode starten? Alrighty. Ich weiß, ich hab dich auch lieb. Hi everybody, Mikey G hier, Mike, und willkommen zurück zu Unterwegs in Düsterburg. Ich fass es nicht. Da habe ich sie die ganze Zeit dabei und dann verkaufe ich die verdammte Spitzhacke, wenn ich sie endlich mal brauche. Hier! Das heißt, ich muss bis zum nächsten Tag warten und hoffen, dass irgendwo jemand einen verkauft, sonst kann ich das Quest nicht fertig machen. Oh nee! Ach, egal. Wir sind hier in Clipping. Was haben wir eigentlich letztes Mal gemacht? Genau, wir waren beim Boxkampf. Naja, Grandy der Grottige. Leider passt. Ich habe zweimal verloren, so Mist. 300 Taler, um genau zu sein. Super Sache. Aber naja. Wir haben in Clipping noch was zu erledigen, denn hier hat es noch ein paar so Spießgesellen, die wir beseitigen müssen. Von der okkulten Sekte des dunklen Gottes. Da weiß ich nämlich, wo einer ist. Der war es nicht, das war nämlich der Trankhändler. Nämlich hier. Niemand antwortet. War das nicht der hier? Ich hätte schwören können. Moment. Nein, ein Lehmhaus, hat sie gesagt. Also das unterste. Das da. Das muss das Haus sein, von dem der Ordenskrieger erzählt hat. Ihr schon wieder. Was wollt ihr dieses Mal? Wir wissen genau, was hier vor sich geht, du blasser Heini. Dunkle Kulte, Menschenopfer und so weiter. Wer hat euch denn diese Flausen in den Kopf gesetzt? Ich weiß nichts von irgendwelchen Kulten in meinem Haus. Der junge Krieger, dem ihr diesen dämonische Siech angehext habt. Der lebt also noch. Und ihr seid hier, um ihn zu retten, oder? Schnellmerker, was? Zeig mir den Weg zu deinem Oberpriester oder ich hacke dich in kleine Stücke. Tut mir aufrichtig leid, aber ich habe dem Herrn der Finsternis meine Seele verpfändet. Ich kann euch nicht vorbeilassen. Na. Halt. Könnt ihr euch noch dran erinnern, ich habe vor ein paar Folgen was gesagt, dass ich so eine Vermutung hatte wegen dem schwarzen Beutel? Ich glaube, das ist der Kerl, den er braucht. Da gibt's nicht viel zu reden, wisst ihr. Ihr wisst bereits zu viel. Ihr dürft erst die Hütte, unter keinen Umständen Leben verlassen. Was haben sie dir versprochen? Nicht mehr als das, was jedem Menschen von der Natur versprochen wird. Ein Leben führen zu können, wie jeder andere auch. Ohne diesen entstellten Züge. Wer seid ihr? Haben sie dir denn nicht von mir erzählt? Von Murpher, dem Überbringer der Kunde? Doch, aber ich dachte, das sei nur eine Legende. Eine Legende? Und warum glaubst du den Rest der Einflüsterungen des Schwarzen Priesters? Aber ich habe doch keine Wahl. Doch, du hast die Wahl. Ich bin auch mit einer Bürde in diese Welt geworfen worden. Nämlich, dass die schiere Bosheit in meinen Adern pulsiert. Aber ich habe mein Leben selbst in die Hand genommen und neu gestaltet. Ich kenne das Wesen des dunklen Gottes. Er ist Nehmer. Er gibt niemals. Und wenn es manchmal so scheint, dann ist Betrug im Spiel. Das, was er dir gegeben hat, wird er sich tausendfach zurückholen. Aber, was soll ich tun? Wie ist dein Name, mein Junge? Nagash. Nagash Issa. Geh hinaus in die Welt und gib ihr das zurück, was du ihr im Laufe der Jahre, die du dem dunklen Gott dientest, genommen hast. Und eines Tages wird die Welt dir antworten und dich für deine Taten belohnen. Gut, ihr habt recht. Schon seit Monaten plagen mich böse Träume und ein schlechtes Gewissen. Ihr solltet wissen, der Meister ist unten im Keller. Er hat eine Gefangene bei sich. Aha, wir kümmern uns darum. Lebt wohl und danke.
Gut, das ging anders aus, als ich erwartet hatte. Aber auch gut. Und jetzt hauen wir ein paar Schädel ein. Wow, das ist ein richtiger Dungeon hier unten. Der Atem des dunklen Gottes liegt wie ein Pesthauch über dieser Stätte. Dieser Kult muss ungemein mächtig sein. Ja, sogar ich kann es spüren. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Oh boy. Das gefällt mir nicht, Rote Haare, grüne Augen, Freunde. Heiliger Strohsack, Sie haben ein Mädchen an den Altar gekettet. Seht euch das Mädchen an. Das muss die sein, von der Genji uns erzählt hat. Das ist ein Opferstein. Was macht ihr denn? Was sollen wir jetzt tun? Wenn wir einfach da reinstürmen, besteht die Gefahr, dass sie das Mädchen töten. Das ist mir schon klar. Hat denn jemand einen Vorschlag? Ihr seid der Anführer, Grandy. Ihr entscheidet. Oh, spricht der mit der meisten Erfahrung. Melfa soll das machen. Libra, Feuerball. Oh Gott. Mist, ich will kein Mist bauen. Aber gut, wenn... Sag mal so. Oh. Moment. Wenn Melfa dahin geht, dann sind sie abgelenkt, weil sie nicht wissen, dass er sich das dahin verschrieben hat. Meint ihr nicht, dass ihr sie irgendwie hinters Licht führen könnt? Ich meine, diese Burschen verehren euren Vater, oder nicht? Es scheint mir ein Versuch wert zu sein. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Warum ist er im Bannkreis stehen geblieben? Das gefällt mir nicht. Egal. Bei den Eingeweihten des Herrn! Ist der Tag der Ankunft schon da? Dass der dunkle Meister seinen Herold schickt? Du darfst gemeinsam mit den anderen Würmern jauchzen, frohlocken und dich im Schlamm wälzen, denn heute werdet ihr eurem dunklen Götzen begegnen. Dann ist der Tag gekommen, an dem er diese Sphäre erobert. Oh, welch Gloria! Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, du Schleimschnecke. So wie es aussieht, werdet ihr diese Reise antreten müssen. Ihr verwirrt mich, mein Herr, mit euren Reden. Oder seid ihr noch doch derjenige, der ihr sein zu sein scheint? Eine Larviger? Nein, Schwachkopf. Du täuschst dich keineswegs. Ich bin Melfa. Nur dazu geboren, seinen Glauben zu verbreiten. Seht mein Schwert, Thanatos. Wer sonst könnte es führen, wenn nicht Melfa, der schwarze Prinz? Haha, Buja, Idioten. Wow, das war schwer beeindruckend, Freunde, das muss ich wirklich mal sagen. Nicht übel, Melfa, warum macht ihr das nicht immer so? Es war die dunkle Energie im Zentrum dieses Hexagrammes, die mir diese Macht verliehen hat. Ah, okay, ich nehme alles zurück. Naja, befreien wir das Mädchen. Mann, Mann, Mann. Oh, da steckte was in seiner Tasche. Schlüssel gefunden. Oh. Hey, Kleine. Seid ihr gekommen, um mich zu retten? Warum sonst? Ihr wisst gar nicht, was... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin noch ganz verwirrt. Ich habe mich schon tot gesehen. Ich heiße Kati. Wenn ihr mal im fliegenden Fisch seid, gebe ich euch einen aus. Jetzt muss ich aber zur Arbeit. Sonst hast du keine Sorgen, Mädel. Du bist gerade fast gekillt worden. Meine Güte. Okay, Freunde. Wahnsinn. Schauen wir mal, oh, was hier so rumliegt. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Die Laken sind ganz hart. Der getrocknete Schweiß unzähliger Opfer, die hier eingekerkert waren. Oh Mann. Aber hier gibt es, so wie es aussieht, nichts für uns, oder? Nein? Leider nicht. Okay. Na gut, muss ja nicht immer sein. Ja, ich weiß. Okay. Freunde, und schon haben wir den Kult etwas weiter geschwächt, indem wir nämlich 7 seine Anhänger platt gemacht haben. Ist voll komisch, wenn ich jetzt hier dagegen laufe, laufe ich dagegen, wenn ich Leertaste drücke, dann läuft er drüber. Oh, Grandy. Na, egal. Steigt da drüber, ne? Okay. Gut. Ich würde sagen, wir gehen mal zurück Richtung fliegenden Fisch. Nachdem wir hier alles untersucht haben. Ein paar Tage alt.
und schauen mal, wie es dem guten Derek so geht. Okay. Haben wir noch einen Grund, irgendwo anders reinzugehen? Ich glaube nicht. Okay, wir brauchen eine Spitzhacke. Ja, genau. Eine Spitzhacke brauchen wir, um das Rätsel zu lösen. Und wir müssen Hargolf seinen Hund wiederbringen. Aber das können wir beides erst am nächsten Tag machen. Deswegen gehen wir jetzt zum fliegenden Fisch zurück. Geben da das Ganze ab. Schauen mal, wie es dem kleinen Genji und Kati geht. Und dann gehen wir mal in die Herberge, würde ich sagen. Wir sind ja schon eine ganze Weile unterwegs, Freunde. Eine ganze, ganze Weile. So, ab nach Hafen. Ab zurück nach Hafen, Freunde. Mach Platz, Miezekatze. Ja. Ja. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr gefragt. Freunde, abwechslungstechnisch. Gerade das System hier, Königsberg. Verschiedene Tage, verschiedene Begebenheiten. Wie gefällt euch das denn so? Schreibt's mal in die Kommentare runter. Ich bin ja voll und ganz begeistert davon, aber mich würde interessieren, wie ihr das Ganze findet. Schreibt's mal bitte. Ja, ich bin euch so dankbar. Trinkt so viel ihr wollt. Vielleicht später, dankeschön. Freibier! Wahnsinn. Ups. Naja, wenn wir schon da sind. Kollege. Ach so. Ah, guck mal, der sieht schon viel kräftiger aus. Da seid ihr ja wieder. Seht mich an. Die Sieche ist von mir abgefallen. Wir haben den Priester gefunden und ihn zu Dämonenhackbraten verarbeitet. Ich bin euch zu ewigem Dank verpflichtet. Hier, nehmt meine Waffe als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ein Kampfstab? Sowas haben wir schon. Dies ist kein gewöhnlicher Kampfstab. Er wurde von den Priestern meines Ordens geweiht. Der Abschaum der sieben Höllen wird erzittern und winseln, wenn ihr ihn mit dieser Waffe bearbeitet. Vielen Dank, das ist genau das, was ich brauche. Heiliger Prügel. Nett, dann rüsten wir doch gleich mal aus. So. Er ist schwächer. Ah, okay, ein pechschwarzer, mit Runen übersäter Kampfstab. Stab der Nacht. Heiliger Prügel. Na gut, Libra macht ja eh nicht so viel Dingsschaden. Vielleicht hilft es uns bei den Zaubern ja jetzt. Wer weiß, kann man ja nicht wissen, ne? So. Ausrüstungstechnisch sind wir eigentlich gut versorgt. Ja, Juli können wir leider nichts anziehen. Das hatten wir ja schon mal in einer der ersten Folgen, wie das aussehen könnte. So. Gut, wo wollten wir hin? Ach genau, wir wollten wieder nach Altenberg. Denn wir haben ja auch die Katzengasse alles abgeklappert. Da war sowieso zu und deswegen haben wir, glaube ich, jetzt eh nichts mehr zu machen. Wir haben das kleine Nebenquest mit Kati erfüllt und ja. Das Erste, was ich morgen früh mache, ist mir eine Spitzhacke kaufen. Das könnt ihr euch aber glauben, ey. Mann! Ich sag, bloß eine behalte ich und dann gebe ich gedankenlos die einem kleinen Kind in die Hand gedrückt. Na super. So. Dass wir auch nichts übersehen haben. Nee, glaube ich nicht. Das war wirklich alles, was da war. Okay, das heißt, wir haben aber immer noch zwei Särge, glaube ich, zu finden. Und ich bin froh, dass wir die ganzen anderen Särge, wo wir die Möglichkeit hatten, nicht zerbombt haben, weil wir ja die Vampire da so festnageln konnten. Weil glaubt mir, Freunde, das arabäische Feuer, da sind wir um jede Filiole, die wir am Schluss noch übrig haben, froh drum. Ihr werdet sehen, warum. Ich verrate es nicht. Und ihr auch nicht, wenn ihr es wisst. Nehmt doch die ganze Spannung. So. Seht ihr? Das ist das, was ich meine. Und schon wird's wieder Tag. Dann bleiben wir im Hafen. Hey, Kollege. Ach so, das war der, wo Werbung gemacht hat. So. Ich brauche eine Spitzhacke. Okay, der steht jetzt hier rum. Was gibt es? Hoppla. Ihr seid aber nicht gerade einer der freundlichen Sorte. Kommt darauf an, wer mein Gegenüber ist und ob ich ihm mein Tun, ob ich mich in meinem Tun gestört fühle. Und was tut er gerade? Ich suche einen Beutel, der mir aus Versehen, der mir anvertraut wurde. Irgend so ein kleiner Dieb hat ihn mir vom Gürtel geschnitten. Wenn ihr wollt, können wir uns ein wenig nach eurem Beutel umsehen. Wir machen derlei Dinge eigentlich andauernd. Ich weiß nicht. Ich halte eigentlich nichts davon, Geld für Dienste anzubieten, die man sich auch selbst erledigen kann.
Es soll ja auch nichts kosten. Wir machen das so zum Spaß. Das ist natürlich etwas anderes. Erlaubt mir, dass ich mich vorstelle. Tibor Arkena. Arkena. Demnächst wohl Graf Arkena. Na, seht ihr mal. Automatisch sind wir freundlich, wenn er nichts mit Geld zu tun hat. Da bin ich auch mal schwer beeindruckt. Kommen wir zur Sache. Es handelt sich um einen schwarzen Lederbeutel, dessen Inhalt für mich von großer Bedeutung ist. Ho! Ich hab mich vertan, Leute. Aber auch egal. Der Dieb wird damit wohl kaum etwas anfangen können, aber für mich geht es um Leben und Tod. Wir sehen, was wir tun können, Herr Graf. Demnächst Graf. Hey, habt ihr den Beutel gefunden? Klar doch. Wir haben ihn hergebeamt. Beutel übergeben. Hervorragende Arbeit. Vielen Dank. Nicht so hastig, Herr Arkena. Mich würde interessieren, was es mit dem Inhalt auf sich hat. Ihr habt ihn eingesehen? Jawohl. Schließlich sind unsere Dienste kostenlos. Da wollen wir doch wenigstens wissen, für wen wir arbeiten. Und offen gestanden, Herr Arkena, Arkena. Oh, jetzt sehe ich es erst. Herr Arkena, kommt es mir sehr seltsam vor, dass ihr in einem Beutel ein paar Augäpfel mit euch herumtragt. Das kann ich gut verstehen, aber es ist nicht so, wie ihr denkt. Die Augen sollen meine Unschuld beweisen. Werdet du etwas präziser. Vor einer Woche wurde mein Vater ermordet und man verdächtigt mich der Tat. Es heißt jedoch, dass sich das Bild, das ein Mensch vom Sterben sieht, in seinen Augen einbrennt. Dort muss dann der Mörder zu erkennen sein. In Sarabea gibt es weise Männer, die dieses Bild sehen und auf Papier bannen können. Wenn es eine andere Person ist, ist meine Unschuld bewiesen. Hört sich verrückt an. Entspricht jedoch den Tatsachen. Leider dürfen derzeit keine Schiffe auslaufen, so dass ich hier festsitze. Wir werden tun, was wir können, damit ihr möglichst bald von hier fortkommt. Vielen Dank. Unter eurer ungewaschenen Schale scheint sich ein wahrer Edelmann zu verbergen. Ja, darauf kannst du wetten. Hey Kumpel. Ich werde mich noch einen Tag lang erholen und dann nach Hause reisen. Ja, schön, wenn wir Leuten helfen können. Wir gehen trotzdem wieder nach Altenberg. So. Und schauen hier nochmal ein bisschen rum. Klopf, klopf. Na, habt ihr zwei was? Wenn dann wir keine waren. Ach, ihr seid doch langweilig. So. Da. Da wird es wahrscheinlich auch nichts Neues geben. Nö, wahrscheinlich nicht. Gehen wir zum Herrn von Junst, weil wir haben ja einiges erlebt jetzt und können ihm auch davon erzählen ein bisschen, ne? So. Der streunert hier immer noch rum, der Kerl. Und der da, der ganzen Grünwaldelfen und Blondkopfelfen und was auch. Oh. Was ist denn mit euch los, Derlef? Ihr seht aufgebracht aus. Herr von Junst lässt ihnen ausrichten, dass die Kirche überfallen wird. Oh nein. Die Kirche? Wann denn? Es muss heute Nacht gewesen sein. Der Herr bittet sie, die Kirche zu besuchen, bevor die Büttel den Tatort abriegeln. In Ordnung, Derlef, wir sehen uns da mal um. Na super. Dann nix wie zur Kirche. Oh, ich weiß auch wahrscheinlich, was passiert ist. Warum stehst du da rum? Speichern. Warum stehst du da rum? Der Herr nimmt sein Haus. Der Herr kennt keine Mauern. Er lebt und wandert, wo es ihm beliebt. Und Leduna wird ihm folgen. Halt bloß die Klappe. Heiliger Strohsack! Was ist denn hier passiert? Darius Sarg ist verschwunden! Der Priester und die Novizen dahingemetzelt. Das ist das Werk des dunklen Gottes. Was redet ihr, Merfer? Haben wir etwa versagt? Noch nicht, Grandy. Sonst wäre keiner von uns mehr am Leben. Aber er kündigt seine Ankunft an. Dies ist das Werk seiner Diener. Und selbst diese würden einen solchen Frevel nur wagen, wenn der Befehl dazu direkt von ihm kommt. Sehen wir uns um, vielleicht finden wir noch einen Hinweis auf die Träger. Boah. Oh Mann, Freunde. Niedergemetzelt. Oh Mann, wie sieht's denn hier aus? Was war das? Hört ihr das? Juli knurrt. Habt ihr die Reflexion da unten auch gesehen, oder habe ich mir das eingebildet? Es
muss doch ein riesiger Aufwand gewesen sein, dieses mächtige Kreuz kaputt zu kriegen. Irgendjemand hat keine Anstrengung gescheut, um diese Kirche zu schänden. Ich tippe auf eine Horde verblendeter Anbeter des dunklen Gottes. Deswegen steht der Penner auch vor der Tür draußen. Freunde, ihr habt das auch gesehen, oder? Juli hat geknurrt. Nicht einmal der Priester hat die Macht gehabt, die Angreifer zu besiegen. Ja, es ist nachts geschehen. Da ist der dunkle Gott im Vorteil. Oh Mann. Oh Mann, die armen Kinder. Schrecklich. Freunde, ihr habt das Gefühl, dass wir jetzt diese Notiz lesen können? Können wir nicht. Schade. Ich dachte, das wäre was Wichtiges gewesen. Wow, was ist hier los? Schau mal, Libra, hier ist so ein Art Zauberbuch, wo irgendwelche Formeln drinstehen, wie man sich vor schwarzer Magie schützen kann. Oh, Gott sei Dank. Lass mal sehen. Zauber gelernt. Keine Zeit, das alles zu lesen. Keine Zeit. Oh, bitte, 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 bitte. Stoßgebet, Allheilung, Genesung. Was hat sie denn jetzt Oh, sie hat Schutz vor Bösem gelernt. Oh, Gott sei Dank, Freunde. Jetzt bin ich beruhigt. Zumindest ein bisschen beruhigter. Meine Güte, Freunde, wir hatten hier gewütet. Das ist ja nicht mehr feierlich. Finden wir hier noch irgendetwas? Irgendeinen Hinweis? Nicht wirklich. Wir haben da drüben auch nichts gefunden. Außer die seltsame Präsenz. Nee, hier waren wir auch überall schon. Schauen wir uns im Altarraum nochmal um. Also, Freunde, das lässt mir jetzt keine Ruhe. Genau hier, wo ich stehe. Hier ist doch vorhin was aufgeflackert, oder? Und ich habe Juli eindeutig knurren hören. Ich bin nicht blöd. Nicht immer. Halt die Klappe. So. Ich glaube, hier gibt's nichts mehr zu sehen ansonsten. Was zur Hölle habt ihr da drin zu suchen? Solche Vorfälle gehen Zivilisten einen feuchten Dreck an. Immer mit der Ruhe. Tut mir leid, mein Herr. Wir wollten eigentlich nur ein bisschen beten. Wir wussten nicht, was da drin geschehen ist. So, so. Na, ich will euch mal glauben. Was habt ihr da drin gesehen? Jemand hat den Priester umgebracht und sämtliche heilige Reliquien zerstört. Die Kirche ist offensichtlich geschändet worden. Hört sich an, als sei das ein Fall für die heilige Inquisition. Trete zurück. Die Kirche bleibt versiegelt, bis die Inquisitoren hier eintreffen und ihre Untersuchung vornehmen können. Es sind Tote in der Kirche. Die verdienen ein anständiges Begräbnis. Sagt mir nicht, wie ich meine Arbeit zu machen habe. Männer, abrücken. Na toll. Ich frage mich, wer diesen Kerl als Kommandanten eingesetzt hat. Tore wurden von den Bütteln verrammelt. Leider kommen wir jetzt nicht mehr rein, Freunde, aber das müssen wir auch nicht. Aber Gott sei Dank haben wir das Zauberbuch noch gefunden. Na, gehen wir mal zurück zum Herrn von Jüngst. Ob der uns noch was drüber zu erzählen hat. Hey, Derlef. Oh Mann, Freunde, das wird immer verrückter. Immer verrückter. Zack, ist er noch hier? Natürlich. Was ist in der Kirche passiert? Es war schrecklich, Herr von Jüngst. Jemand hat alle Priester niedergemetzelt und alle heiligen Reliquien zerstört. Das ist äußerst bedenklich, meine Freunde. Es kann sich dabei nur um eine Tat der Anhänger des dunklen Gottes handeln. Soweit waren wir auch schon. Ich frage mich nur, ob da ebenfalls ein Zusammenhang zu der Prophezeiung bestehen könnte. Habt ihr eine Idee? Ich bin noch nicht so weit, dass ich mich da festnageln könnte. Bitte kommt später nochmal vorbei, vielleicht gegen Abend. Ah, oh, immer müssen wir warten. Immer so lange warten! Ich will mich warten, ich will jetzt auf deine Liebe! Immer so viel warten. Ah. Wo ist Derlef? Möchte mich mit Derlef nochmal kurz unterhalten. Wo rennt er rum? Derlef. Hier nicht. Derlef. Bestimmt in seinem Zimmer und liest wieder Sherlock Holmes Roman. Klopf, klopf. Nee. Dann rennt er wieder draußen irgendwo rum. Na, ich würde sagen, wir gehen uns mal unser Zimmer angucken. Bisschen stärken. Na, weil ich überlege gerade, was können wir eigentlich noch machen? Außer eine Spitzhacke kaufen. Nur ein bisschen Erfahrungspunkte noch sammeln. Damit sie wohl schlafen, haben wir so viel Zeit davon. Wow, ihr seid schon 3 Tage am Stück wach. Ist euch das eigentlich klar? Oder eigentlich 2 Tage.
Naja, unsere Helden unerschrecken, unerschrocken, unermüdlich wie immer. Aber nun ja, ich würde sagen, das Ganze überdenken wir jetzt mal, schlafen in der Runde drüber und bedenken das in der nächsten Folge von Unterwegs in Düsterburg. Bis dahin, Freunde. Rock your life, everybody. Cheerio.